Hallo zusammen, hier ist der Jens und ich zeige euch heute mal ein paar Easter Eggs auf der Map Wake Island, welche im DLC Back to Carcant enthalten ist. Das erste finden wir auch schon hier direkt am Anfang der Map, und zwar in diesem kleinen Häuschen steht ein kleines Radio, welches die Titelmelodie spielt. Hier hört man sie mal kurz. Ja, es spielt die Titelmelodie aus Battlefield 1942, welche auch im Battlefield 2 wieder übernommen wurde und auch zum Teil wieder in der Battlefield 3 Theme enthalten ist. Wie schon erwähnt, tritt diese Titelmelodie das allererste Mal in Battlefield 1942 auf, in dem Sinne, wie sie jetzt auch da in dem Radio gespielt wird. Übernommen wurde sie dann halt wieder in Battlefield 2. Da wurde sie allerdings meines Erachtens nach etwas umgeändert, nur ein bisschen weniger, sodass die Melodie ein bisschen stärker rüberkam. Dann wurde sie wieder in Battlefield 2142 übernommen, wieder ein bisschen aufgefrischt, mit mehr Elektronik herein, nicht mehr so ganz instrumental und mit dem Orchester gespielt, wie noch zu Zeiten Battlefield 1942 und Battlefield 2. Und jetzt beim neuesten Ableger Battlefield 3 kommt sie halt auch wieder drin vor, jedoch in einer starken Abwandlung mit elektronischer Musik im Hintergrund, welches meines Erachtens nach nicht schlecht gemacht ist, allerdings kommt nichts gegen die originale Battlefield 1942 Titelmelodie an. Ist meines Erachtens einfach nach die beste. Das nächste Easter Egg finden wir am linken Strand bei der A-Flagge. Und zwar hierbei handelt es sich um einen kleinen Dinosaurier, welcher auch im Singleplayer zu sehen ist. Da hält ein Soldat diesen kleinen Dinosaurier in den Himmel und er fährt mit seinem Panzer halt durch die Gegend und sein Teamkamerad sagt, er soll den lieber wegstecken. Wie kam es zu diesem kleinen, ja ich sag mal, Easter Egg dafür mit dem Tyrannosaurus Rex? Das ist ganz einfach, und zwar kamen im Internet einige Fragen auf, warum verkauft sich Call of Duty so schlecht auf dem PC. Und da hat ein lustiger User auf 4chan gesagt, nun ja, das liegt einfach daran, da Activision, Infinity Ward oder whatever einfach keine Dinosaurier auf dem PC herausbringen. Das hat sich DICE einfach mal angeschaut und hat sich dann einfach mal dazu entschieden, so ein kleines Easter Egg einfach mit einzubauen, da, weil Battlefield 3 ja auch ein PC-Spiel ist, in dem Sinne halt davon, dass Battlefield einfach auf dem PC programmiert wurde, wie eigentlich jedes Spiel, aber für den PC programmiert wurde und anschließend dann für die Konsolen umgewandelt wurde. Nicht wie Call of Duty für die Konsolen programmiert und für den PC einfach nur umgewandelt. Ein weiteres Easter Egg steht zwischen der B- und der C-Flagge am kleinen Strandabteil. Auf dem Schild steht geschrieben No Swimming Sharks. Und der Witz dabei ist, dass dieses kleine Strandabteil, sag ich mal, direkt gegenüber von dem US-Spawnplatz auf dem Flugzeugträger steht. Im Gebäude, wo die C-Flagge steht, steht ein weiteres Easter Egg. Hierbei handelt es sich um ein paar Transportkisten, auf denen geschrieben steht ESID Shipping. ESID steht dabei für DICE, was einfach nur rückwärts geschrieben wurde. Etwas weiter weg von der C-Flagge, hinter dem Spawnplatz der Jets, hinter der Landebahn, steht dieses Easter Egg. Es ist eine Platte, auf der drauf steht To those who fought here in 1942 und so weiter, Battlefield 2, 2142 und 1943. Es ist ja, wie gesagt, eine kleine Platte, die diesen Spielern gewidmet ist, die schon in den vorigen Titeln auf dieser Karte gegeneinander gekämpft haben. Mit der Platte möchte DICE diesen Fans einfach danken, die schon ziemlich lange dabei sind bei der Serie und schon vielleicht seit 1942 diese Serie spielen. Kommen wir nun zum letzten. Es ist eine Schrift, die sich auf einem Container oder Behälter befindet, und zwar dort steht geschrieben 2143. Damit könnte eventuell das Spiel Battlefield 2143 gemeint werden, denn DICE hat auch schon in vorigen Teilen immer wieder kleinere versteckte Hinweise eingebracht, zumal auch in Battlefield 2 in einem Add-on
und auch schon im Hauptspiel generell sind auf Zeitungen oder auf Uhren schon diese Zahl, also nicht diese Zahl, sondern halt die Zahl 2142 niedergeschrieben worden. Und kurz darauf, oder sagen ja, nicht kurz darauf, sagen wir, einige Monate später kam dann auch Battlefield 2142 raus. So ist die Gerüchteküche ziemlich am Brodeln, was jetzt Battlefield 2143 betrifft. Ich persönlich mag Battlefield 2142 jetzt nicht so besonders, da es das, naja, futuristische Warfare, sag ich mal, ist. Aber wer weiß, vielleicht, wenn Battlefield 2143 herauskommen sollte, hoffe ich, dass es ein Add-on ist zu Battlefield 3, was ich mir dann natürlich auch ziemlich kaufen werde oder es auch mal spielen werde. In diesem Sinne, macht's gut, ich bin raus, Peace.